In Bremen gibt es für Obdachlose positive und negative Plätze. Sehr positive Plätze sind unter anderem das Café Papagei, wo es die Möglichkeit der medizinischen Versorgung oder auch mal schnell eine Kleinigkeit zu essen existiert. Positive Plätze sind unter anderem auch Apotheken, wo ich meine Rezepte einlösen kann. Positive Plätze sind Stellen, wo Essen ausgegeben wird. Negativ zum Beispiel ist der Hauptbahnhof, der ist ja sehr rigiden Vertreibungspolitik der Polizei, sodass ich mich dort praktisch nicht aufhalten kann, weil dort ständig mit Platzverweisen agiert wird, sodass ich teilweise ein Jahr oder länger dort mich gar nicht mehr aufhalten kann, demzufolge auch keinen Zugang mehr dort zu den Hilfsmöglichkeiten habe, wie zum Beispiel Suppenengel, Essensausgaben, die einen Bahnhof stattfinden.